Das folgende Video wird euch präsentiert von pkpro.de. Mahlzeit, liebe Vasallen des Königs des Nordens. In diesem Video bemale ich das Gesicht von Robb Stark, den man nicht umsonst den jungen Wolf nennt. Denn wenn ich mir das Gesicht so anschaue, ist er wirklich sehr jung und hat relativ weiche Gesichtszüge. Also kein Vergleich zu dem Robb Stark aus der Serie. Eine Warnung vorweg, ich habe eine neue Kamera und die macht echt tolle Bilder. Nur leider... Nun sind die Details sehr genau. Als ich mir das aufgenommene Material angeschaut habe, habe ich einen Schrecken bekommen, wie mistig das Gesicht doch ausschaut. Wirklich ganz, ganz schrecklich. Aber glaubt mir, wenn man kein Makroobjektiv und einen HD-Fernseher nutzt, ja, dann sieht man von all dem Gemurkse nichts. Also wirklich jetzt. Und wenn ihr mir nicht glaubt, kommt doch einfach zur nächsten Taktika und schaut euch die Mini bei mir in der Vitrine in echt an. Ja, egal. Wir wollen heute ein relativ lebendiges Gesicht malen, das in echt total toll aussieht. Folgende Farben wurden von mir verwendet. Scale 75 ist hier unser großer Freund dieses Mal. Von denen gibt es Pink Flash, Brown Leather, Mars Orange, Flat Black, Sol Yellow, White und Mojave Weiß. Von Vallejo nutze ich das Transparent Red und von Duncan das Ultramarin und natürlich, wie immer zum Verdünnen der Farbe, das Glaze und Thinner Medium von Vallejo. Als erstes geben wir den Haaren eine Grundfarbe. Auch wenn wir die jetzt nicht komplett bemalen, ist es eine gute Umrahmung für unser Gesicht. Mit einer Mischung aus Flat Black und Ultramarin gibt es eine Grundfarbe dafür. So, ist das getan, lassen wir die Haare erstmal links liegen, denn nun geht es ans eigentliche Thema, das Gesicht. Und da fangen wir mit den Augen an, denn wenn wir die verhunzen, müssen wir nicht gleich das ganze Gesicht neu bemalen. Daher mache ich die zuerst. Die sind wirklich krass klein, daher werde ich bei den Augen die Pupillen anders machen, als ich das schon mal in einem Tutorial gezeigt habe. Als erstes nehme ich das Flat Black und male mit einem sehr feinen Pinsel, ich nutze hier einen dreifachen Nuller von Winsor & Newton, und male da einmal komplett über die Augen rüber. Im Endeffekt ziehe ich über jedes Auge einen Strich. Das muss ich tatsächlich öfter machen. Wenn es mal zu groß wird und zu viel Schwarz vom Pinsel auf das Gesicht kommt, kann man das Übergemalte einfach mit dem puren Pink Flash ausbessern. Danach nehme ich das Mojave Weiß und versuche einen kleinen Strich in das Schwarz zu malen. Wichtig ist, dass das Weiß nicht über den schwarzen Rand geht. Hier brauche ich auch mehrere Anläufe und ja, es sieht in diesem Video immer noch irgendwie grotesk aus. In Wirklichkeit ist es nicht so schlimm, also echt nicht. Na egal, kein Mimimi jetzt, das haben viele Filmbranchen bei der Einführung des HD-Films auch durchgemacht. So. Das finde ich dennoch für mich akzeptabel. Wir wollen mit denen ja auch irgendwie fertig werden. Ihr könnt da natürlich mehr Zeit investieren. Es erfordert eh eine ruhige Hand und Übung, Übung, Übung. Und nun zur Haut. Ja, und bei der Haut, da habe ich euch ja ein bisschen was unterschlagen. Und zwar, bevor ich die Augen gemacht habe, habe ich das Gesicht natürlich mit Pink Flash bemalt, nicht wahr? So, und jetzt, wenn die Augen fertig sind und wir mit Pink Flash alles ausgebessert haben, mische ich eine 50:50 Mischung aus Pink Flash und Mojave Weiß an. Mit dieser Farbmischung akzentuiere ich nun das Gesicht. Die Stirn, die Nase, das Kinn und die Wangen. Aber Vorsicht, Leute, das Gesicht ist wirklich winzig. Der ganze Oberkörper ist in etwa so groß wie mein Daumennagel und ich habe wirklich sehr kleine Finger. Wenn wir das gemacht haben, mischen wir noch etwas White in die Mischung und akzentuieren noch einmal. Dieses Mal aber nur den oberen Stirnbereich, den Nasenrücken und die Spitze sowie die Wangenknochen. So, das war bisher relativ Standard. Jetzt wollen wir dem Gesicht etwas Farbe geben, um es lebendiger zu machen. Dazu nehme ich das Pink Flash und mische in dieses etwas Leather Brown hinein, um es abzudunkeln. Um es aber nicht nur braun wirken zu lassen, kommt noch ein Tupfen Mars Orange mit in die Farbe. Diesen Trick habe ich beim letzten Malworkshop gelernt. Dadurch wird der Hautton viel wärmer und lebendiger. Diese Mischung verdünne ich nun zu einer Lasur und trage diese in die Vertiefung im Gesicht auf. Dies geschieht wirklich, wirklich fein. Es soll nur eine Nuance sein. Besonders der Hals bekommt diese Farbe, damit das Gesicht stärker hervorsticht. Aber auch die Umrandung der Nase und des Mundes wird von mir bedacht, um den Kontrast zu verstärken. Man soll das Gesicht ja auch noch auf einer Armlänge erkennen können. Nun werden wir wieder heller. Das hätte ich auch eigentlich vorher schon beim Akzentuieren machen können, mache ich aber halt jetzt, weil jetzt sehe ich den Kontrast mit dem Braun besser. Dafür nehme ich die helle Hautfarbenmischung, die ich mir für die Spitzen angemischt hatte und gebe ein klein wenig Sol Yellow und noch etwas Weiß hinzu. Mit diesem hellen Mix werde ich die Spitzen weiter ausbauen. Da ich aber Gelb in diese Mischung reingemischt habe, bekommt das Gesicht nun etwas Wärme spendiert. Diese Mischung wird ein wenig auf die obere Stirn, den Nasenrücken und die Wangenknochen aufgetragen.
Gut, jetzt haben wir einen relativ guten Kontrast im Gesicht und es wirkt auch alles homogen und warm, aber lebendig ist es noch immer nicht. Daher soll noch etwas Farbe rein. Das Transparent Red von Vallejo nehme ich mir jetzt und verdünne es noch weiter, bis es noch transparenter ist. Damit bemale ich nun die Wangen. Die Farbe ist so doll verdünnt, dass sie eine Lasur ist. Sprich, wenn ich sie auftrage, sieht man noch die Farbe, die da drunter ist. Sie wird halt nur eingefärbt. Mit der Lasur rahme ich im Endeffekt die Wangenknochen ein. Trenne damit also nochmal die Nase von den Wangen und färbe auch den unteren Wangenbereich ein. Arbeitet hier lieber vorsichtig und transparent, denn stärker machen könnt ihr immer noch. Ist es aber von Anfang an zu stark, könnte der Gute wie geschminkt aussehen. Auch bekommt der Mund ein wenig was vom Transparent Red ab. Allerdings nicht der ganze Mund, wir wollen Rob ja keinen Lippenstift verpassen. Wir tragen nur etwas auf die Unterlippe auf. Aufgrund der Transparenz der Farbe wirkt die Lippenfarbe relativ natürlich und nicht zu krass. So, schön rosig der junge Wolf. Nun wollen wir aber immer noch ein bisschen Kontrast und Nuance in die Haut reinbringen. Ich mische mir nun aus dem vorhin benutzten Ultramarin eine Lasur und trage die ganz vorsichtig an einigen Stellen auf, an welchen das Gesicht weniger stark durchblutet ist. Unter den Augen zum Beispiel, also als Augenringe. Ah, wobei die Figur wohl zu klein und die Augen von mir zu groß bemalt wurden, damit das wirklich sichtbar ist. Aber egal, ihr wisst zumindest in der Theorie, wie es sein sollte. Aber auch unterhalb der Nase und um den Mund herum wird die Lasur vorsichtig aufgetragen. Da müsst ihr selbst entscheiden, wie doll ihr das haben möchtet. Normalerweise macht man das halt nicht so extrem, da sind die Gesichter auch immer ein bisschen größer, wie ich hier, aber ich will bei der Mini, dass man sie auch von etwas weiter weg erkennt. Und so sind wir fertig mit der Haut. Ja, das war wirklich viel und vielleicht bin ich da auch ein bisschen eskaliert, aber hey, es macht tatsächlich halt Spaß, so an einem Gesicht zu arbeiten. Eine Sache will ich aber noch machen. Viele Gesichter von Miniaturen sehen immer irgendwie unnatürlich aus, trotz Bemalung. Der Grund? Es fehlt oft etwas Elementares. Augenbrauen. Diese sind natürlich optional, aber ich will sie dennoch aufmalen. Ein relativ stark verdünntes Schwarz reicht dafür aus und muss mit dem Pinsel vorsichtig mit der Hand aufgetragen werden. Man kann hier wirklich viel kaputt machen, also seid bloß vorsichtig und auf jeden Fall ein verdünntes Schwarz nehmen. Kein richtig pures Schwarz, das wäre zu krass. So einen leichten Transparenzeffekt, das ist das, wodurch es irgendwie ein bisschen besser wirkt, als wenn man einfach einen komplett schwarzen Strich malt. Ja, und dann soll es das auch mit dem Gesicht gewesen sein. Und wir sehen, wie jung der Rob nun wirkt. Eigentlich fast schon niedlich, mit diesen rosigen Backen. Ich hoffe, dass euch dieses Tutorial ein wenig inspiriert hat, wie man an Gesichtsbemalung herangehen kann. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr machen könnt, um mir einen Dank zukommen zu lassen. Mit einem Däumchen, einem Kommentärchen oder einem Abochen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop Great Again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy Welt.